Was geht ab, Leute? Ich denke, jeder hat mitbekommen. Der Junkie hat gestern einfach meine Mutter beleidigt. Kein Respekt vor Toten. Tote Mütter hat er da beleidigt. Keine Anstand, keine Ehre, nix. Du bist 0% Mann. Ich schwöre auf alles. Weniger Mann als du geht nicht. Egal was ist, egal wann, wie, wo ich dich sehen werde, ich werde dich sofort angreifen. Jeden Einzelnen, der mich mag, fordere ich auf, wenn er Kapi sieht, soll er ihn Schellen geben. Wenn nicht, ich will nichts mehr mit der Person zu tun haben, wenn ich gehört habe, sie hat Kapi gesehen und ihn Schellen gegeben. Ich schwöre auf alles, du bist zu weit gegangen. Offiziell. Es auch, hat nichts mehr mit Rap zu tun oder sowas. Was geht in deinen Kopf rein, ja? Hast du dich nicht selber noch darüber aufgeregt, dass man deinen toten Vater beleidigt hat? Bist du krank, Junge? Offiziell. Hip-Hop-Beweg-Festival hast du leider abgesagt, da hätte ich mir deinen Arsch geholt, 100%. Kosovo, du hast zwar auch diesen Monat abgesagt. Hanna, Digga, du bist krank, ich schwöre auf alles. An die ganzen Kapi-Fans, ey. Ich weiß genau, ihr feiert mich, ich hab Mutter gefickt bei Bra Musik. Komm zu meiner Tour, ich sag nicht ab. Bei mir gibt's miese Special Guest. Für jedes Mal, wo Kapi abgesagt hat, gibt's ein Special Guest mehr. Ich schwöre auf alles, du wirst sehen. Egal wo, egal wann, wenn ich dich sehen werde, ich werde sofort angreifen. Und wenn du ein Mann bist, komm hier nach Berlin. Ich zahle sogar dein Ticket. Lass direkt treffen. Komm, ich poste sogar Standort. Jeder kann dabei sein. Jeder soll dabei sein. Jeder soll zugucken. Jeder soll aufnehmen, damit es keine Ausreden gibt. Wenn du ein Mann bist, komm. Lass es gar nicht mehr reden. Ich schwöre auf alles. Was ist das, Dicker? Kindergarten? Wegen Rap muss ich meine Mutter beleidigen lassen oder was? Dicker, was? Sind wir Clowns oder was? Bist du behindert?